als der Zauberer die Inschriften entschlüsselte, tauchten Legenden von Artefakten auf. Es waren einmal drei Hüter, die jeder ein Artefakt beschützten. Der Trine war ein Artefakt der Seele und der Gerechtigkeit, sowie Katalysator guter Kräfte, die schweigend geholfen haben, junge, gutherzige Zauberer in der Astralakademie aufzuziehen. Die beiden verbliebenen Artefakte wurden nur flüchtig erwähnt. Das zweite Artefakt, dem man Verstand und Macht zuschrieb, wurde in dem großen Schloss in der Mitte des Königreiches gelagert.
Ödland des Drachenfriedhofs überlebend, schritten unsere Helden weiter. Der Zauberer vertiefte sich immer mehr in die Inschriften über die Hüter. Es waren einmal drei Artefakte. Eins für Seele und Gerechtigkeit, eins für Verstand und Macht und ein anderes für Körper und Materie. Diese unvergänglichen Gegenstände wurden benutzt, um das Gute und Böse in der Welt im Gleichgewicht zu halten. Als alles in Harmonie miteinander war, wurden die Artefakte an die drei Hüter übergeben, die sie jahrhundertelang sicher aufbewahrten. Die Hüter verzauberten die Artefakte mit mächtigen, beschützenden Zaubern, die nur denen mit reinen Absichten erlaubten, näher zu kommen. Am Ende starben die Hüter und nur die Zauber blieben erhalten. Der Zauberer konnte immer noch keine Antwort finden, warum sie im Trine gefangen gehalten wurden und warum sie nicht durch die beschützenden Zauber verletzt wurden. Thank you.
Oh!